Jo, hallo, ein großes Hallo geht raus an alle Rollerfans und die Restaurationsprojekte suchen. Das ist jetzt erstmal die letzte, also die Nummer 4. 3. Genau, die wir jetzt erstmal noch anbieten zum Restaurieren. Ich grüße euch alle. Ja, da haben wir auch eine NSU. Prima. 3 Sterne im Angebot. Restaurationsprojekt. Muss komplett hergerichtet werden. Nicht fahrbereit und funktionstüchtig wegen langer Standzeit. Da fangen wir hier auch mit dem Beinschild an, wie immer. Logo, Emblem auch dran. Beulendellen, alles dabei. Hier ist es mal richtig gut erhalten, das Emblem. Fender. Gelaufen hat die gute 11.559 Kilometer. Hier bewegt sich nichts mehr ohne Lenkerschlüssel. Gehen wir über den Lenker. So, dann filmen wir hier nochmal ins Beinschild hinein. Ja, dann mache ich erstmal die Matten runter hier, wenn es geht. Die sind fest. Na, ja, das müssen wir drauf lassen. Bei dem hier, die sind fest gebapst. Ja, müssen wir halt so. Sehen wir uns den Zustand nachher von unten an. Gehen wir hier nochmal drüber. Über den Seitendeckel hier. Seitendeckel auf der anderen Seite. Alles übergebinselt, übergesprüht hier. Aluleiste aber dran. So, Mechanismus hier funktioniert hier auch. Passt. Schauen wir erstmal in den Tank rein hier. Der ist ja nicht ganz so stark verschmutzt. Wie man sehen kann hier, passt. Auch hier die Matten sind festgeklebt oder festgesteckt. Ja, das sehen wir ja dann von unten. Machen wir erstmal die Seitenhauben runter und schauen uns darunter erstmal alles an. Zack! Und dann gehen wir erstmal hier mit der Kamera rein. Flugrost an den unteren Kanten. Aber nichts durchgegammelt oder so. Das ist auch okay. Motorsalz. Bing-Vergaser. Hier ist aber da so ein Werkzeugfach mit dran. Wollen wir das mal öffnen? Mal schauen, was drin ist. Ja, auch hier gleiches Spiel. Bevor ich jetzt aufmache, erstmal unten den Like-Button drücken. Komm. 1, 2. Like-Button drücken. Und jetzt machen wir auf. Auch hier ist nur heiße Luft aus den 60ern zu finden. Filmen wir mal hier über den Rahmen. Ach, hier steht ja auch eine Nummer 237. Typenschild 237-1377 Bast. Typ 26, 150 Prima 3. Auch ohne Fahrzeugbrief. Gibt es auch keine Papiere dazu. Ja, jede Menge Flugrost, Rostansatz hier ringsrum. Aber scheint auch alles dran zu sein, oder? Was sagt ihr? Fehlt irgendwas? Dann schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Batteriehalter, Benzinhahn. Aus meiner Sicht ist hier alles dran. Vergaser, Tank, alles da.
Das Rücklichtglas hier hat eine etwas andere Form, glaube ich, wie die anderen. Hier ist ein Kratzer drauf, aber auch aufbereitungsfähig, denke ich mal. Das passt. Das kommt noch mit zusätzlich noch mit dazu hier. Dieses Rad als Ersatzrad. Ja, dann gehen wir mal rüber. Fangen wir hier auch mit dem Rahmen an. So. Müsste alles dran sein, ne? Schaltgestänge. Der hat sogar hier auch einen Kickstarter. Können wir gleich nochmal probieren, ob der Motor dreht. Fehlt irgendwas, dann schreibt es mal rein in die Kommentare unten. Aus meiner Sicht passt das, ne? Na, hier geht nichts. Da dreht nichts. Der Motor ist fest. Ja, dann schmeißen wir die auch mal auf die Seite ohne Hauben diesmal und schauen uns das Blech mal, dieses Trittbrett von unten an und so weiter. Die Blechsubstanz sieht ja auch solide aus. Keine Durchrostung. Das haut ja auch hin. Auch eine gute Basis. Langgezogenes Schaltgestänge hier. Gehen wir mal über Motor. Entsprechende Verschmutzung, wie bei jedem, den wir bisher abgefilmt haben. Hier ist Auspuff ab. Auspuff fehlt bei dem hier. Freilauf hinten. Freilauf vorne. Hier soweit so gut von unten, ohne Auspuff. Ja, da sind wir mit der guten auch schon durch. Dein Restaurationsprojekt muss komplett überholt werden. Ohne Auspuff, ohne Fahrzeugbrief. Ja, dann vergesst mal den Like-Button nicht. Ne, hab immer solche Projekte im Angebot. Was da alles so reinkommt in Zukunft, weiß ich nicht. Müsst ihr euch halt einfach überraschen lassen. Alles möglich an Oldtimern und Youngtimern. Sobald was reinkommt, mache ich oftmals auch ein Vorvideo. Da könnt ihr euch das schon mal anschauen. Und dann sage ich mal, ja, ich hänge jetzt noch ein Vespa-Burn hinten dran, wie immer. Also ein Roller-Burn in dem Fall. Noch ein paar Nahaufnahmen, ein paar Videos. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Wie ich schon immer erwähnt, wenn mir noch was einfällt, dann hängen wir das einfach noch hinten dran. Tschüss. Das habe ich vergessen. Die ist auch ohne Sitzbank. Also hier gehört auch so eine Dehnfeld-Sitzbank drauf, wie bei dem letzten Video. Die fehlt. Ja, das sind wir durch mit dem Roller hier. Ja, über einen Like-Button würde ich mich natürlich sehr freuen. Da würde ich sagen schon mal Danke. Und macht's ein Abo, ne? Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Oldtimer, Youngtimer, Vespa, Blechroller zum selber herrichten, zum Restaurieren, dann werdet ihr garantiert fündig. Auf dem Kanal, irgendwann, früher oder später, ist auch mal dein Roller mit dabei. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Ciao. Nein, doch. Oh.